genau wie der Generator draußen. Nur riesig. Was machst du da? Miles, bist du okay? Du musst sofort da raus, Mann. Kannst du laufen? Ja. Du musst den Flur runter. Los! Ich erschließe gerade. Das Handy kann Energie nicht halten. Miles, melde dich, Kleiner. Bist du okay? Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Ich brauchte unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon, ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Zurück! Wir nehmen dich in Gewahrsam! Sie sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Was wollen die? Studieren, überhören. Keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Ich spüre! Ich hab ihn in dir! Verdammt! Was? Weiß, das System hat mich rausgeworfen. Gib mir eine Minute. Ich hol dich da raus. Okay. Ausweichen! Peace out! Letzte Warnung! Das war super coole Tarntechnik. Wie geht's da? Das. Du gehst nach rechts. Ich geh nach rechts. Das ist übel, Mann. Echt übel. Keine Sorge, wir erledigen die Kerle. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Eher darüber, was nach dem Rest hier passiert. Krieger besitzt uns bei der Erde. Halt dich da raus, Spider-Man! Hier! Halt! Du musst untertauchen. Vertraue niemandem und nimm die Maske nicht ab. Warte, bis Roxanne sich ein neues Ziel sucht. Das geht nicht. Ich muss Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Nicht nur deshalb. Ich. New York zu beschützen ist mein Job. Benutze Finn.
Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Nein, das wird sie durchschauen. Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage. So wie ich deinem Dad? Ich dachte, er unterstützt mich als mein Bruder. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich vielleicht noch Familie. Du weißt, was zu tun ist. Okay, ich sollte... Finn anrufen? Nein, ich habe Zeit, um nach der Stadt zu sehen. Ja. Miles, weißt du, wie viele Follower du hast, seit die App live ist? Echt irre! Ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja, dass du keine Werbung willst, aber vielleicht sollten wir... Nein. Gut, nein, natürlich nicht. Ich meine ja nur... Und? Hast du Finns Handy gefunden? Ja, aber es ist geschmolzen, als ich Energie aus einem Nuform-Reaktor absorbiert habe. Was? Und du bist nicht tot? Kurz dachte ich, ich wäre es. Aber dann entlud sich die Energie in einer Art Mini-Explosion. Das Labor ist glücklicherweise noch heil. Mann, ich muss mir mal Notizen zu deinen neuen Kräften machen. Und was machen wir jetzt? Onkel Aaron meinte, ich soll Finn sagen, dass ich in den Underground will. So komme ich ans Nuform ran und kann sie nicht mehr... was auch immer. Wow, du lügst ihr ins Gesicht? Ja, aber ich habe keine andere Spur. Weißt du, was wir brauchen? Sag nicht eine Pro-Kontra-Liste. Eine Pro- und Kontra-Liste, ganz genau. Ich muss jetzt los, Mann. Schon klar. Tja, viel Glück. Ruf an, wenn du mich brauchst. Bitte tun Sie mir nichts! Du weißt... Warum? Willst du dich wehren? Ich habe Familie. Bitte! Nathan! Verdammt! Ja. Sie hätten auf der Stadt fliehen sollen! Leute, ihr seid aus dem Knast entflohen und bleibt in Manhattan? Böser Fehler! Ja. Frisst das! Ja. Du kannst nicht fliehen, Spider-Man! Ja. Häftlinge K.O. Wie viele von denen laufen noch rum? Okay, ich muss das machen. Finn anrufen und mich in den Underground einschleichen. Hey, Miles. Bist du okay? Ja, warum fragst du? Oh, die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Kaffee auf der Edison, beim Fisk Tower. Die haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Okay, wir treffen uns da. Okay, ich werde mich... bei gefährlichen Kriminellen einschleichen. Cool, cool. Anscheinend haben Raft-Ausbrecher eine Straße blockiert und Geiseln genommen. No bueno. Freunde, offenbar hat Mr. Jameson gehört, dass ich, um seinen Produzenten zu zitieren, ein Spider-Man-Freak bin. Und jetzt will er öffentlich mit mir diskutieren. Jameson hat als gelernter Journalist in so etwas jahrelange Erfahrung. Auch wenn ich recht habe, wird er gewinnen. Manchmal geht es nicht um die Wahrheit. Es geht darum, dass man am meisten oder am lautesten redet.
Aber trotzdem stelle ich mich der Diskussion. Ich muss es einfach versuchen. Und hey, vielleicht lernen wir ja alle daraus. Nächste Woche kommt eine gekürzte Fassung meiner Diskussion mit JJJ. Die Textversion dann auf meinem Blog. Bis dann und investiert in Blaulichtfilter, wenn... Gut, dass du angerufen hast. Ich brauchte echt eine Pause. Wovon? Oh, nur... so. Also, ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Es tut mir so leid. Was hast du noch gefunden? Ich will dir helfen. Aber du musst mit mir reden. Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Gut. Also, das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Und deine Entschuldigung? Tja, also, Schule. Ich helfe bei Feast. Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund ist... ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Vielleicht kann ich in dein Club, Bande, Team? Ich weiß nicht. Also Rick war... er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht, keine Angst. Ich verrate dich nicht. Du bist ein guter Freund, Miles. Okay, gehen wir. Wohin? Du weißt, dass ich Höhen nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf. Du wirst dich dem Underground beweisen müssen. Ich erklär's dir, wenn wir beim Fisk Tower sind. Ihr nutzt die Büros von Kingpin als Versteck? Als er im Knast war, haben die Feds alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft, also zogen wir ein. Wie wurdest du in das alles verwickelt? Der Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung, weil ich alles baue. Die Masken, Waffen... programmierbare Materie. Genau. Der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen, wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Krieger. Aber was haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komme ich nicht gegen Roxxon an. Komm schon. Du musst vom Kran auf den Balkon springen. Beweisen, dass du furchtlos bist. Die sehen zu? Durch die Fenster. Du musst das machen. Na los, du schaffst das. Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Na los, Miles, gib dir Mühe. Hab dich.
Bin ich jetzt offiziell Clubmitglied? Klar. Aber pass auf. Die Leute hier mögen Neue nicht besonders. Hier ist es, wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Wie passt Nuform da rein? Krieger sagt, du hast eine Lieferung geklaut. Das war ein Kanister. Ich mache ein paar Anpassungen. Denk nicht drüber nach. Gewöhn dich erstmal ein. Gut. Gut, du bist wieder da. Geh zu Gavin. Nicht jetzt, wir haben einen neuen. Okay. Oh Mann. Hast du die gebaut? Ja. Solange sie neue Waffen bekommen, bleibt der Underground loyal. Ein Schwert aus programmierbarer Materie? Neue Feinde, neue Lösungen. Du meinst Spider-Man, richtig? Die schlechte Nachricht der Woche. Wir verdienen doch nicht nach unten, oder? Gavin dreht echt durch wegen dieser Schildkröte. Wie oft muss ich ihm das noch erklären? Miles, ich muss mich kurz um was kümmern. Warte hier, okay? Okay, klar. Das ist meine Chance. Ich muss rausfinden, wo sie das Nuform lagert. Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Unglaublich, vor kurzem kannte uns noch niemand. Ist das von Martin Lees Leuten? Ja, Trophäen. Wir müssen Dominanz zeigen, wenn wir Fisk ersetzen und New York regieren wollen. Blödes Nuform. Die sind gut trainiert, wenn sie die Dämonen erledigt haben. Aber wo trainieren sie? Diese Waffen. Ist schon komisch, dass wir jetzt jemanden namens Trinker brauchen. Wir Seit der Brücke ist der Underground in aller Munde. Und das ist auch gut so. Ich finde, wir sollten an unserem Ruf arbeiten und nicht diesen Nuform-Mist rumschleppen. Rumschleppen? Vielleicht ist es jetzt hier. Eine Vorratskiste? Ach ja, irgendein Arschloch beklaut uns. Die wohl vermieden oder so. Das wird spannend. Okay. Unsere Pläne werden immer besser. Wann bist du schon beim Underground? Seit dem Teufelsatum. Ich wollte erst zu Tombstone. Aber der Fall kommt zu dir. Danach noch ihre blöden Jackenzerfetzen. Das war was. Den Underground wird nie vergessen. Oh, das würde Fisk nicht gefallen. Blödes Nuform. Er hat hier überall Verstecke und Falltüren. Kein Problem für uns. Der Fisk-Tower gehört jetzt uns. Geheimräume fertig hat. Ein gutes Versteck für tödlichen Brennstoff. Die neuen Knarren gefallen mir. Ganz schön viel Geld. Unten ist noch mehr. Der alte Knacker finanziert uns quasi. Ob er will oder nicht. Unten ist noch mehr. Hört sich gut an. Vielleicht nutzen sie Fisks Geheimräume im Erdgeschoss. Die Pause ist vorbei, Leute. Gruppe 2, nach unten zum Training. Klingt, als sollte ich da hin. Ich muss Genki informieren. Wem schreibst du da? Meiner Mom. Ja, sie braucht mich zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja, sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass...
Danke. Da drüben ist der Ausgang. Kommst du bald wieder? Definitiv. Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. Genki, ich bin in der Lüftung. Klasse! Hast du rausgekriegt, wo sie das Nuform verstecken? Noch nicht. Aber Finn ist in Richtung Keller. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und summst spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du aus Kaugummipapier eine Bombe bastelst? Warte, was? Nein! Cool, reine Neugier. Okay, ich bin im Atrium. Ich muss ein paar Underground-Trainingseinheiten beenden. Okay, und jetzt suche ich nach einem Geheimraum. Na, kommst du, das kannst du nicht sagen! Dann schlaf mal gut. Du schaffst das, los! Das Ding hat gesessen. Los, schlag mal den Kopf auf. Schneller sein. Der Tinkerer das nur vom Teppich hat. Als ich dachte. Komm raus, Spider-Man! Du machst dir keine Angst, Spider-Man! Wir sind stärker als Spider-Man! Lass mich mal jemand rein!
Noch immer keine Spur von Finn. Muss ja irgendwo hin sein. In einem Interview sagte Fisk mal, er liebe Kunst, die einen Zweck erfüllt. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Aber man hat auch Geheimgänge bei ihm entdeckt, die hinter Kunst versteckt waren. Also... Ja, verstanden. Ich suche ja. Hey, ich glaube, ich hab was. Oh, Geheimtreppe. Ganz schön tief. Viele Gangsterbosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug wäre gut gewesen. Vielleicht wäre er dann entkommen. Setz den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja? Hast du gerade den Lärm aus dem Atem gehört? Muss ja eine höllische Trainingseinheit sein. Ich weiß, du willst nicht mit ihm überlegen, aber auf der Brücke sind drei Leute krank. Drei! Wir wissen, wie gefährlich Luform ist. Du wusstest doch, dass es gefährlich wird. Das war ja der Deal. Aber wenn wir auch krank werden? Wenn du es nicht packst, kannst du ja gehen. Im Underground haben wir keinen Platz für Schwächlinge. Hast du gehört? Das Luform macht auch den Underground krank. Die sind so... kaltschnäuzig. Ist das Nuform verstaut? Ist es sicher? Ja, im Labor statt aufwärts. Genki, das Nuform ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war heiß, vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ihre Verstecke. In einem muss das Nuform sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Was es ist, woher es stammt. Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und Roxxon brachte ihn um. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Seid ihr dabei? Das weißt du doch. Gut. Ich brauche Strom. Generatoren, Autobatterien, alles, was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Spa!
Aber es hat funktioniert! Okay, mach dein Ding. Ich nehme die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool, ich schock dann mal weiter. Wir haben ihn verletzt. Weiter! Endlich kann ich in Gangsterhöhle kämpfen von meiner Liste streichen. Ich habe das Foto von der Karte bereinigt. Der Underground scheint in alten Fisk-Baustellen zu hausen. Ist noch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Das müsste das Gem-Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nuform da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Cool. Ich setze die Verstecke auf meine To-Do-Liste und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum Speed Nonagon dauernd abstürzt. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich habe also noch Zeit für App-Anfragen oder irgendwelche anderen Sachen. An Wilson Fisk, nicht wahr? Der sogenannte Kingpin des Verbrechens. Offenbar genießt er seine 5-Sterne-Zelle, die größer ist als Jareds Wohnung, während seine Rechtsanwälte an seinem Freispruch arbeiten. Aber anscheinend gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Denn neue Recherchen des Daily Bugle haben ergeben, dass in seinem verlassenen Fisk Tower, der nächstes Jahr abgerissen werden soll, jetzt Hausbesetzer eingezogen sind. Ist es nicht einfach perfekt? Du hattest recht, Genki. Der Underground ist überall. Sie sind also überall Grund? Der war wirklich schlecht. Das steht unter Strom. Das hat gezwiebelt. Dein Anzug sagt, das waren 300 Kilojoule. Und du sagst nur au? Vorteile der Bioelektrizität, schätze ich. Der Strom muss irgendwo herkommen.